Als Markenbotschafterin wirbt Verona Pott, 54, für Kosmetikprodukte, die das Düsseldorfer Unternehmen Pacific Healthcare AG im Internet anbietet. Zwischen Titeln mit Anti-Aging-Creme, 79 Euro, und Super Anti-Aging-Creme, 177,90 €, preist die Werbeikone auf der Website ihre exklusiven Lieblingsprodukte an. Alles hergestellt auf Basis von Hanf und Cannabidiol. Vorstandsvorsitzender der Pacific Healthcare AG, PHC, ist Franjo Pott, 52, der Ehemann von Verona. Er gründete das Unternehmen 2020. Vor 14 Jahren hatte der Architektensohn mit seiner Elektronikfirma Maxfield GmbH eine spektakuläre Millionenpleite hingelegt. Nun der unternehmerische Neuanfang, mit Hautcremes. Im Video oben zeigt Verona Pott bei einem Fotoshooting ziemlich viel Haut. Franjo Pott, er wirbt auch damit, Gutes zu tun. Franjo Pott will mit seinen Produkten, laut Werbung, nicht nur die Hälfte der Falten reduzieren. Er wirbt auch damit, Gutes zu tun. Anfang März 2022 kündigt die Pacific Healthcare AG auf ihrer Internetseite angesichts des Ukraine-Krieges eine Spendenaktion für die UNO-Flüchtlingshilfe e.V. an. Wörtlich, mit unserer Aktion wollen wir euch die Möglichkeit geben, mit einem Einkauf bei uns die Hilfsorganisation UNO-Flüchtlingshilfe zu unterstützen. Die Spendenwoche geht von Sonntag, 06.03, bis zum darauffolgenden Sonntag, den 13. März. Während dieses Zeitraumes gehen 10% deines Bestellwerts in unserem Shop an die Flüchtlingshilfe. Das ist ein eher ungewöhnlicher Vorgang und wirft Fragen auf. Bunte wollte wissen, was hat die Spendenwoche ergeben? Wie viel Geld hat die Pacific Healthcare AG mehr als 3 Monate nach dem Start an die UNO-Flüchtlingshilfe gespendet? Die Antwort, bis Redaktionsschluss, nichts. Laut Marius Dünte, Sprecher der UNO-Flüchtlingshilfe, war das Hilfswerk in die Spendenaktion nicht eingebunden. Erst durch eine bunte Anfrage vom 25. Mai habe die UNO-Flüchtlingshilfe von Franjo Pott Aktion Spenden und Sparen erfahren und um Aufklärung gebeten. Dünte zu bunte, das ist ein eher ungewöhnlicher Vorgang und wirft Fragen auf, auch wenn wegen des Krieges Aktionen durchaus kurzfristig aufgesetzt wurden. Bis heute ist keine Spende der Pacific Healthcare AG auf unser Spendenkonto eingegangen. Die ganze Geschichte lest ihr in Bunte 25 2022, ab Mittwoch, 15. Juni, am Kiosk erhältlich.